Moin Schiedsos und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Risk No Fun. Es geht wieder los. Mich erwarten heute wieder 5 Crazy Challenges, wovon ich 3 bestehen muss. Wenn ich es nicht schaffe, erwartet mich am Ende eine Bestrafung. Welche Bestrafung wird mich erwarten? Ich werde sie live im Studio durchführen und ich habe mir für heute überlegt, es gibt etwas, das nennt sich Tigerbalsam. Das kann man sich ganz vorsichtig unter die Nase machen, wenn man erkältet ist, verstopfte Nase hat. Und das burnt ordentlich und pustet dir die Nase frei. Und das soll man wirklich nur ganz, ganz, ganz hauchdünn anwenden. Ich würde das ganz, ganz dick anwenden. Das wäre meine Bestrafung. Und ja, schauen wir mal. Ja. So, wir kommen zur ersten Challenge und so heißt sie. Ja, und damit sind wir dann auch beim ersten Spiel. Und die Regeln sind relativ simpel. Und zwar muss ich jetzt einen Hindernisparcours absolvieren, welchen wir gleich nochmal detailliert zeigen. Und wir haben diesmal keine Zeitvorgabe, das heißt ohne Zeitdruck. Ich werde den ersten OB in die erste Flasche reinhalten, der saugt sich voll und hoffentlich hält die Flasche dann. Dann muss ich mit dieser einen Flasche den Hindernisparcours absolvieren, bis ich am Ende angekommen bin. Dort steht eine zweite Flasche, die ich mit dem zweiten OB aufnehmen muss und muss dann diesen Parcours zurück. Wenn ich diesen Parcours zurück absolviere, dann muss ich den letzten Part des Hindernisses nicht nochmal mitnehmen. Ich werde nicht balancieren. Also, ihr schnallt das, wenn ich es euch jetzt zeige, besser. So, hier ist Flasche Nummer 1. So, da werde ich gleich den ersten OB reinhalten. Am besten den kürzeren, damit die Flasche schon mal weiter oben ist. So, dann in der Hoffnung, dass sie hält, ich weiß es nicht, gehe ich runter, Part 1, die Treppenstufen. Dann kommen wir zu Part 3. Ja, wichtig, ins Hindernis von links reinkommen, damit ich halt auch große Kurven gehe. Das ist ganz wichtig, das darf ich nicht vergessen. So, Part 3 ist dann balancieren. Ne? Taka, 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 taka. Dann komme ich hier runter und wir kommen bei Flasche 4 an. Dort versuche ich dann nee, den... Nee, das ist die 2. Ja, schwierig, Kevin. Ja, also zack, ne? Den längeren OB da rein. Da habe ich 2 Flaschen hier baumeln. Dann, wie gesagt, lasse ich das Balancieren aus. Gehe hier diese längliche Strecke zurück, gehe dann aber wieder rein ins Hindernisparcours und zwar wieder so, richtig? Von links. So, ist ganz wichtig, das darf ich nicht vergessen. So, so. Okay, dann wieder die Treppe rauf. Und wenn ich hier oben dann wieder angekommen bin, die Flaschen sind nicht runtergefallen. Sie haben nicht den Boden berührt, das ist natürlich auch ganz wichtig, sie dürfen nicht den Boden berühren. Dann habe ich gewonnen. Ja. Ich würde sagen, auf geht's. Ja. So. No risk, no fun. So, der erste ist drin, der saugt sich voll. Ich gehe noch ein bisschen rauf und runter. So, ja. Die Flügel oder was auch immer das da sein soll, die breiten sich aus. So, und jetzt vorsichtig hochziehen. Flasche 1 hängt. Das ist auch der dickere OB, da haben wir das dünnere, kann das schwerer werden. So, jetzt möglichst, dass sie nicht runterfällt. Und sie darf den Boden nicht berühren. So. Links rum, das ist ganz wichtig. Jetzt kommen wir zum dritten Part.
Bitte bleib dran. So, wir kommen zur zweiten Flasche. Wie gesagt, Rücktour ohne Balancieren. Oh. Ich krieg den OB da doch jetzt gar nicht rein, ohne dass die den Boden berührt. War das nicht von die kürzere? Das ist doch die kürzere, das ist doch die längere Schnur. Ich habe ja die kürzere Schnur genommen. Ja gut, okay. So, gut. Hier, an der Stelle ist es erlaubt. So sieht das dann auch aus, wenn Kevin im Wald ist und kacken muss. Ne? Kann der Kashi da vielleicht einmal nachdrücken? Ja, genau. Den OB einmal. Da muss noch ein bisschen tiefer, sonst wird das nichts. Ja, danke. Das so. Kann der Kashi. Und? Ah, der ist aber echt schwierig, weil der OB dünner ist. Der könnte rausrutschen. Oh nein, 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 schnell, ich sehe wieder OP, ich glaube, der rutscht langsam hoch. Nein, 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 ich glaube, der OP rutscht langsam hoch. Ich muss schneller sein, ich muss schneller sein. Links rum, links rum. Aber er scheint noch zu halten. Also die OPs mit den Flügeln kann ich nur empfehlen. So, jetzt noch die Treppenstufen. Und. Geschafft, oder was? Geschafft. Ja, Mann, ich bin's. Ja, ein Winner. Geil. Erste Challenge geschafft. Cool. Ja, dann kommen wir zur zweiten, ne? Ah, war nur ein Spaß, ne? Ja, moin und Schizos. Ja, hatten wir schon die Anmoderation. Naja, herzlich willkommen zur nächsten Aufgabe. Es ist die zweite Challenge. Von der Zeit her hat man das Gefühl, es wäre langsam mal hier Ende. Aber es hat sehr lange gedauert, folgende Challenge vorzubereiten. So heißt sie. So heißt die Aufgabe. Was steckt dahinter? Also, die Regeln. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter tatsächlich. Wir haben hier im Wald einen großen Parcours aufgebaut. Den werden wir gleich auch nochmal abklappern, damit ihr wisst, was mich gleich so erwartet. Ich habe für diesen kompletten Parcours 5 Minuten Zeit. Und es gibt mehrere Stationen. Ich werde gleich noch hier oben einen Nagel bzw. eine Schraube auf dem Kopf haben. Mit der muss ich nämlich Luftballons, die auf dieser Strecke immer wieder auftauchen, zum Platzen bringen. So, maximal darf ein Luftballon nicht platzen. Also es sind 9 Luftballons, einer dürfte auch nicht platzen. So, genau. Dann haben wir 2 Katapulte. Ein Katapult, das erste ist mit Mehl befüllt, was ich mir eben selbst ins Gesicht, auf den Oberkörper, wie auch immer, in meine Richtung ballern muss. Dann haben wir noch einen Katapult mit bunter Kreide gefüllt. Und ganz am Ende, beim Finale, gibt es noch eine Konfettibombe, die allerdings unter dem Laub versteckt wurde von Kashi, der das sowieso hier alles vorbereitet hat. Und die muss ich suchen. Erst wenn ich die gefunden habe und die Bombe quasi geplatzt ist, dann ist erst alles beendet. Ist das soweit richtig? Habe ich irgendwas vergessen? Absolut korrekt, mein Freund. Gut, also Luftballon zum Platzen bringen, Katapulte in die Fresse knallen und am Ende kommt Fettibombe suchen. Und jetzt gehen wir mit Kashi einmal das Ganze hier ab. Wo geht's los? Also starten tun wir hier. Mhm. Wir haben das immer markiert mit den Hütchen, damit wir ein bisschen Überblick haben. Hier ist der Start und dann geht das auch hier schon direkt zu den ersten 3 Luftballons. Dann geht das genau da weiter. Ja, gehen wir schön vor. Da hinten in der Ferne siehst du vielleicht auch schon das Hütchen. Ich sehe da schon das Hütchen. Genau, jetzt hier. Also das alles natürlich, da rennt der nackt längs, ist klar. Ne? Nackt. So. So. Na, da ist das Hütchen. Und hier ist dann auch schon das Katapult mit dem Mehl, was er sich hoffentlich alles komplett in die Schnauze haut. Ja.
denn geht das hier. Er macht es genauso wie ich das letzte. Hier dann lang balancieren, genau, ne? Auf dem Baumstamm. Ja, bis ans Ende dann durch. Immer weiter. Und dann haben wir schon die nächsten Luftballons. Dann geht das hier weiter an der Müllkette vorbei. So, hier ist dann das zweite Katapult. Ich kann nicht mehr. Habe ich Aufgaben bestanden? Mit der Kreide, die sich hoffentlich reinhaut in die Schnauze. Dann geht das wieder zurück. Jetzt kommen wir in den Endspurt. Und hier sind dann die letzten Luftballons. Hier ist der Startpunkt. Hier sind dann die letzten drei Luftballons. Und dann geht es hier in den mit dem Hütchen markierten Bereich, wo ich irgendwo hier eine Konfettikanone versteckt habe, die er finden muss und abschießen muss. Und dann ist die Challenge bestanden. Ja, man muss ja auch bedenken, dass ich sportlich nun wirklich eine Losche bin. Ach so, ja. Also, ich melde mich gleich wieder. Das geht für euch ruckzuck. Ich werde mir jetzt nochmal hier den kleinen, die Dipsy-Antenne draufschrauben. Ne? Ja. So sehe ich nun aus. Jetzt habe ich hier irgendwo oben diese spitze Gegenstand. Es ist ein bisschen locker. Ich muss das mit den Händen mit festhalten. Wir haben das hier so mit Pappe und doppelseitigem Klebeband alles festgemacht. Ist aber recht locker. Es geht jetzt hier los. Da, wo der Kaschi bereits steht, da muss ich jetzt direkt hin zu den drei Luftballons. Und ja, ich würde sagen, die 5 Minuten können starten. Der Kaschi gibt das Signal. Okay, auf die Plätze, fertig, los. Wo sind die? Das gibt's doch gar nicht. Mann! Aua! Gehen die nicht kaputt oder was? Die platzen ja gar nicht, ne? Oh, was ist das denn jetzt? Ich dachte jetzt. Das ist jetzt von der anderen Seite. Von hier so. Die platzen nicht, ne? Ich komm mal, wir gehen schon, ne? Ja, so wäre das natürlich schwer. Mann, was ist das denn jetzt? Das ist ja blöd. Ja. Wieso platzen die denn nicht? Ist das nicht spitz genug oder was? Na gut, richtig pixen tut's nicht. Ja gut, aber die sind so empfindlich eigentlich. Ja, ich muss sagen, Alter. So, meine Lieben, wir haben einmal die Challenge abgebrochen. Wir haben das natürlich vorher nicht getestet, damit ich da möglichst keine Übung drin kriege oder so. Und haben dadurch jetzt gerade festgestellt, dass es leider nicht klappt. Die Schraube ist nicht 100% spitz genug, damit die Dinger zum Platzen gebracht werden. Also müssen wir einmal von vorne anfangen, weil sonst bringt das ja hier alles nichts. Und schreiben die Regeln noch einmal schnell um. Und zwar sagen wir jetzt, ich darf meine Hände zur Hilfe nehmen und darf den Luftballon mit der Hand fixieren und ihn dann zerstechen. Das sollte dann so klappen, ne? So, also auf Neues. Und der Kaschi positioniert sich wieder, gibt wieder Startsignal. Okay, bist du bereit? Ja. Auf die Plätze. Fertig, los. Oh. Mehr oder weniger? Oh. Da hinten. So, über den ganzen Stamm sollte ich. Bis ans Ende. Also eigentlich, wenn ich jetzt runterfalle dann. So, musst du wieder rauf. Mensch. Das ist ja auch irgend so eine Pampe unter dem Laub. Stillgelegter Segler. So? Ach ja. Hier sind sie. Wo sind sie schon? Komm, ich nehme in die Hand. Puh.
Wo war das jetzt? Ich hab was im Auge. Mensch. So, jetzt weg hier, ne? Den brauche ich nicht mehr. Ja, das kann jetzt überall sein. Also eine Minute 20 hast du noch. Ich hab nicht gedacht, das ist so schnell. Noch eine Minute. Mann! Scheiß Bombe! Ist auch riesig! Puh, Junge! Warte! 45 Sekunden! Oh! Sonne! Der Bengel, die versteckt! Noch 30! Ich hab doch jetzt hier alles schon! Das ist keine Kost! Noch 15. Oh, nö. Hä? Wo ist sie denn? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Schade. Ich hab doch alles umgepflügt hier. Hier nirgendwo, da nicht, hier nicht. Wo ist sie? Da war sie. Da hast du zuletzt direkt neben gehabt. Nice. Ja. Schade. Ja, so ist das nun mal, ne? Nanu. Wie was? Schmeckt Kreide? Was ist denn da passiert? Ich glaube, die hatte mich kaum getroffen. Ja. Zeitlupe, Rückblick. Aber sieht eben geil aus, könnte ich. Ja. Könnte ich eigentlich so lassen. Oh, mein Mikro. Oh. Das ist das One Tube, könnt ihr mich noch hören? Ja, Freunde, was soll's? So ist es, ne? Das ist die. Ich habe ja bisher nur zwei Challenges gemacht. Die erste war der Parcours, den habe ich geschafft. Die zweite Aufgabe jetzt habe ich nicht geschafft. Wir kommen zur dritten Aufgabe. Wir kommen zur nächsten Aufgabe und die ist im ersten Moment recht simpel, aber vielleicht ist sie auch recht knifflig. So heißt sie.
So, und jetzt muss ich nämlich bis zu 12 Klorollen waagerecht an dem Baum, der hinter mir ist, stapeln. Es sind 13, wurde mir aus der Regie gesagt, Unglückszahl 13, die wilde 13 ist das Stichwort. Und die stapel ich nach und nach. Ich hoffe, ich komme bis zur 13. Der Kashi wird mir das Ganze nach und nach anreichen. Und sobald die Zahl 13 erreicht ist, ohne dass dieser Turm, na Turm kann man nicht sagen, Turm ist aufrecht, ohne dass dieser Zug der Klorollen einstürzt, ich muss also den Druck immer aufrechterhalten, wenn ich die Zahl 13 erreicht habe, dann muss es eine Minute lang das Ganze noch halten. Das ist die Aufgabe. Erstmal simpel, aber vielleicht doch schwierig. Los geht's. Los geht's, no risk, no fun. Nummer 1. Die platzieren wir jetzt hier. Hier ist noch so ein kleiner Nupsi am Baum. Den nehme ich mir noch so ein bisschen als Hilfe. Ja. Ja, dann kann man, ja. Vielleicht doch eher so. Na, ich mach so. Okay, zweite. Bist du sicher? Womit jetzt? Schwierig, ne? Ah, oh. Ah, stört's was ein. Huch, stört's was ein. Das wäre peinlich bei 2 Minuten. Ich muss mich mehr konzentrieren. So, 3. 4. Ja, ja, ja. 5. Ich glaube, die Kamera ist vielleicht da ein bisschen blöd eingestellt, weil ich doch weiter wegkomme aus dem Bild. Ja, okay. 6. Oh, 6, aber ich muss noch 7. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, das heißt, ich habe jetzt 2 Aufgaben geschafft und eine nicht. Schon mal bis jetzt gut. Ja, was kommt jetzt als nächstes? Ich räume mal die Klo-Scheiße weg. Ja, die 4. Aufgabe. Und damit kommen wir zur Aufgabe Nummer 4 und so heißt sie. So sieht's aus und das bedeutet, ich werde mir jetzt gleich 2 kleine Mini-Kakteen unter die Achselhöhlen schnüren lassen. Es ist genauso bescheuert, wie es sich anhört. Und werde dann hier auf dem Boden liegen sie schon. Hier haben wir einen und hier haben wir einen nahezu identischen Stamm. Die werde ich jeweils links und rechts halten mit ausgestreckten Armen und muss das Ganze 2 Minuten 30 aushalten.
Ja, und sollte ich keine Kraft mehr haben, dann haben wir ein Problem, weil dann habe ich Kakteen in meinem Körper. Ja. Das sind Überreste von Challenge Nummer 2. Ja. Ja, so simpel ist es eigentlich und ich würde sagen, der Kashi hilft mir jetzt erstmal, mir die Kakteen. Du machst das. Du machst das, sonst verlinke ich dich nicht. Und das ist wichtig für alle. Was soll das? War wahrscheinlich gar nicht im Bild, ne? Doch. Ja? Ja. Hm. Na dann. Hilfst du mir jetzt? Ja. Gut. Jo. Los. Freunde, der Kashi hat mir nun die Kakteen hier unten angebracht. Sie liegen bereits auf meiner Haut. So ein ganz leichtes Pieksen ist vorhanden, aber es ist aushaltbar. Es wird natürlich problematisch, wenn die Arme nachher sinken. Wir werden es sehen. So, der Kashi, der reicht mir nun die Stämme an. Dann startet er die Zeit mit 2:30 und dann heißt es fokussieren und abwarten, was passiert. Okay. Stamm Nummer 1. Meine Arme sind ja noch von den Klobrillen geschwächt. Naja, oh, der hat jetzt schon Knöpfe, Alter. Okay, oh, das wär übel. Zeit das läuft. Nicht. Das sag ich jetzt schon. 2 Minuten 30. Perfekt ausrasiert. Oh, das schaffe ich nicht. Das tut ja jetzt schon alles weh. Weil ich schon angegriffen bin von den Klobrillen. Und weil ich halt auch eine Pussy bin. Der ist auch deutlich schwerer, der linke. Als rechter gerade das Gefühl. Der zeckt ordentlich schon. 2 Minuten. Hätte ich 2 Minuten nehmen können. Noch 1 Minute 30. Und, wie fühlt sich das an? Linker Unterarm, sagt man das so? Da, ja, da, der obere Muskel, da tut es am meisten weh. Boah, der wird echt schwer jetzt. Fixt das denn in den Achseln? Leicht. 1 Minute 10. Habe ich noch? 1:10? Ja, brauchst du. Jetzt noch 1 Minute. Ah! Noch 45 Sekunden. Das schaffst du, Bruder. Nicht mehr lange. Jetzt nur noch 30 Sekunden. Oh nee! 30 Sekunden, was sind denn 30 Sekunden? Ah! Gar nichts. So lange dauert einmal Geschlechtsverkehr bei dir. Ah! Zieh, Junge. Ah! 20 Sekunden. Ah! Ah! Aua, aua, aua! Noch 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und. Ah! Oh! 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 Huh! 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 Oh! Fuck! Oh! War auch easy, oder? Ja, man sieht nichts. Hat es denn richtig reingeballert? Ja. Ja. Also ich meine, vom Kaktus her, der Kaktus. Achso, der Kaktus ging. Hat er dir geholfen, der Kaktus? Ja. Oh, ja. Cool. Weil einmal sackte mein Arm ein bisschen runter, da merkte ich dann den Druck der Nadeln plötzlich. Huh, schnell den Arm wieder hoch. Ja. Huh. Wieder geschafft, ne? Ja. Da habe ich jetzt schon safe 3 Aufgaben geschafft für heute. Ja. Ja. Aber ihr kennt mich, ne? Ich mache trotzdem noch die letzte Challenge und die schauen wir uns jetzt mal an, denn die hat es nochmal richtig in sich. Da schneide ich raus. Oh. Ja. Können die Kakteen hier liegen bleiben, ne? So, also,
ja, mittlerweile zwar schon gewonnen, aber wir machen trotzdem weiter und wir sind jetzt hier in der Schiedsrichterbude. Hier kommt Challenge Nummer 5. So, jetzt wird es hier nochmal wieder ein bisschen feurig. Folgendes habe ich hier vorbereitet. Ich habe hier 3 Teller mit jeweils 3 Stücken Currywurst drauf. Die Soße, die da jetzt überall drauf ist, ist standardmäßig. Und dann gebe ich gleich die scharfen Soßen nochmal dazu. Ja? Ich werde überall einen Teelöffel hinzufügen. So, wenn ich 3 Stücke Wurst pro Teller im Mund habe, muss ich 1 Minute warten, bis es weitergeht. Und dann mache ich mich immer jeweils über den nächsten Teller her. So, ja, sollte ich aufgeben, dann ist klar, vorbei. Ja, erklärt sich alles von alleine. Ansonsten, um die Schärfe zu bändigen, falls es zu scharf wird, habe ich hier noch Milch. Wir haben auch noch Brot beiseite gelegt. Der Kaschi hat vorhin schon mal anprobiert. Was ist denn? Es ist scharf. Es ist scharf. Ja, aber aushaltbar. Es ging. Okay. Ja. Gut, schauen wir mal. Ich würde sagen, dann tröpfel ich überall schon mal die Soße drüber. Das ist die mildeste. Also nochmal zu den Soßen an sich. Das sind die Crazy Bastard Soßen. Ich hatte hier auch eine Karte. Davon gibt es noch weitere Soßen. Und ich habe die 3 schärfsten aus dieser Reihe. Es gibt noch schärfere. Das ist schon eine Zusatzreihe. Das sind halt die ganz, ganz harten Dinger. Ich habe aber aus der Standardreihe jetzt die 3 schärfsten. So, und können wir vorher nochmal vorlesen. Geht los mit Ghost Pepper und Mango. Die 2. ist dann Trinidad Scorpion und Clementine. Und die letzte, die schärfste, ist dann Carolina Reaper und Blueberry. So, okay. Dann jetzt überall ein Teelöffel drauf. Oh, die riecht gut. Könnte zum Grillen so eine Soße sein. Die war mit Mango, ne? Ja. Die riecht gut. Ja. Die riecht lecker. So, richtig, so ein schöner Teelöffel. So. Die etwas schärfere, die Trinidad Scorpion und Clementine. Die riecht schon so ein bisschen wie die Chilis, die ich gegessen habe, die nachher schon eher pflanzlich geschmeckt haben und einfach nur noch scharf waren. Das ist jetzt die Carolina Reaper and Blueberry, also Blaubeere. Ne? Ja. So. Okay. Die ersten 3 kommen in meinen Mund. Prickeln auf der Zunge. Ja, auch im Rachen ein bisschen. Schön die Soße mit aufnehmen hier. Schmeckt insgesamt noch fruchtig, aber die Schärfe breitet sich auf jeden Fall schon aus. Ist aber auszuhalten. Und die Minute läuft. Ja. Ja. Also, es ist jetzt überall Schärfe im Maul auf jeden Fall. Man kann es auf jeden Fall noch ertragen. Es geht. Wenn ich mein Auge reibe, dann reibe ich doch die Kreide ins Auge. Habe ich ganz vergessen.
Auge. Nicht mein Mund, das Auge brennt jetzt. Oh, jetzt habe ich doch keine Folge eingerieben. So. Jetzt geht's weiter. So, Idiot, ey. Jetzt tränt mein Auge. So, also wir kommen zur nächsten Stufe. Auf geht's, weiter. Ja, die ist schon. Diese eklige Pflanze. Ja. Oh! Ja. Oh, mein Auge brennt wie scheiße. Das war ein schöner letzter. Schöner letzter Challenge jetzt hier. Huh. Ja, gut, aber vielleicht nicht hintereinander. Oder bei dir war halt auch die Wurst noch warm, bei mir ist jetzt hier alles kalt. Okay, diese Scheiße. Oh, mein Auge. Ich würde am liebsten schon was trinken, ich sag's euch. Läuft. Das war nicht die Kreide im Auge, oder? Das war hier. Ja. Ah! Ah, oh, warte. Das zeigt aber gut. Die Soße. Noch 15 Sekunden. Eins und. Ja. So. Und die noch schärfere Soße. Aber besser als ich davor. Oh, mein Gott, schlecht. Ah, mein Auge. Au, ah, ich muss jetzt aufmachen. So, los. Also die fand ich jetzt nach der zweiten Soße nicht spürbar schärfer, hatte ich. Also schärfer fand ich nicht. Aber vom Geschmack her
Ekliger als die, besser als die zweite. Und die beste war die erste. Ja? Ja. Teil ist um. Geil. Vor allen Dingen, wenn man mal bedenkt, dass ich mir hätte auch das jetzt sparen können. Na, ich krieg erstmal gehört. Was ist los? Naja, okay. Ja, also alles noch scharf im Mund. Es ging, wie gesagt, die erste Soße war die beste, die war noch köstlich auch. Die anderen waren dann schon so pflanzlich, eklig. Ja, und was mit dem Auge jetzt genau ist, weiß ich auch nicht. Spül doch mal aus da, oder? Oh, wenn ich es aufmache, dann brennt das aber richtig stark. Oh Gott, oh Gott. Jetzt geht's besser, ja. Oh. Ah, gut. So, also. Ja, dann bin ich heute auf jeden Fall total the winner. So fühle ich mich auch. Ja. Und dann würde ich sagen, kann das jetzt gebürtig im Studio zelebriert werden. Halleluja.